Artilleriemunition, sie fehlt aktuell in der Ukraine und auch in deutschen Beständen. 200.000 Schuss sollen deswegen ab kommendem Jahr im niedersächsischen Unterlüss produziert werden. Heute der Spatenstich für ein neues Werk vom Rüstungskonzern Rheinmetall. Wir müssen weg von der Manufaktur hin zur Großserienfertigung von Rüstungsgütern. Genau dafür steht dieser Tag heute. Die Stärkung der deutschen und europäischen Sicherheit müsse vorangetrieben werden, das Ziel Kriegstüchtigkeit. Weitere Rüstungsfabriken entstehen deshalb auch in Litauen, Ungarn und Rumänien für insgesamt 700.000 Schuss Artillerie jährlich. Mitabnehmer der Munition von Rheinmetall ist Dänemark. Ein starkes Europa ist ein Europa, das in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen. Ein Europa, das sich selbst und die Ukraine versorgen kann. Wir haben alles, was es dazu braucht, als starke Nationen, aber vor allem, weil wir eine starke EU sind und eine starke NATO. Jedoch, allein der ukrainische Bedarf liegt laut Präsident Zelensky höher, bei knapp 800.000 Schuss pro Jahr. Und bisherige Lieferversprechen aus Europa werden kaum eingehalten. Die Ausweitung der Produktion sei deswegen überfällig, so Sicherheitsexperte Nico Lange. Ja, das ist zu wenig, ist zu langsam. Und gut, dass jetzt ein Spatenstich erfolgt. Aber andererseits muss man sich fragen, warum erfolgt das 2 Jahre, nachdem der Kanzler die Rede zur Zeitenwende gehalten hat. Und für die langfristige Kriegstüchtigkeit brauche es mehr als nur Munition. Aber die Finanzierung ist weiter unklar. Eindeutig ist schon jetzt, das Sondervermögen für die Bundeswehr wird nicht reichen.